Shalom und herzlich willkommen zu Theta Healing. Heute sind wir bei dem 12. Engel der Kabbalah, genannt Hahaya. Er gehört zum Engelschor der Aufanim. Die Bedeutung ist der Gott der Zuflucht. Als Erzengel haben wir Raziel, in der Gematrie haben wir die Zahl 80. Die Physis ist der 16. Mai bis 20. Mai. Als Sternzeichen haben wir hier den Stier. Die Zeit für die Aktivierung ist 3.40 Uhr bis 3.59 Uhr. Als Thematik haben wir bedingungslose Liebe. Himmelsrichtung ist der Norden, Grad im Tierkreis sind 56 bis 60 Grad. Dekan haben wir den Saturn. Dieser Engel wirkt gegen Platzangst, gegen Angst, gegen Sorgen, gegen Quälerei, gegen Halluzinationen, gegen Illusionen, gegen Schlaflosigkeit, gegen Phobien, gegen Fremdenfeindlichkeit. Dieser Engel wirkt für die Hellsicht, für Träume, für Segen, für die eigenen vier Wände und für guten Schlaf. Der Anrufende erlangt mit diesem Genius Ruhe und Klarheit im Geiste, insbesondere nachts, so dass er sich an seine guten Träume auch erinnern kann. Geburtstage am 18. Mai haben wir zum einen Zar Nikolaus II. Von Russland. Er würde heute seinen 153. Geburtstag feiern. Zar Nikolaus II. Von Russland war der letzte Zar von Russland, dessen Regentschaft durch die Februarrevolution beendet wurde und der im späteren Verlauf des Jahres mit seiner Familie ermordet wurde. Des Weiteren haben wir den Geburtstag von Bernard del Feringa, feiert seinen 70. Geburtstag, ein holländischer Chemiker, der für das Design und die Synthese von molekularen Maschinen zusammen mit Jean-Pierre Sauvage und Fraser Stoddart mit dem Nobelpreis für Chemie 2016 geehrt wurde. Des Weiteren hat heute Thomas Gottschalk seinen 71. Geburtstag. Thomas Johannes Gottschalk ist ein deutscher Moderator und Entertainer, der seine Laufbahn beim Radio begann, insbesondere als langjähriger Moderator der populären ZDF-Fernsehshow Wetten, dass bekannt ist und auch als Schauspieler aktiv war. Und dann haben wir auch noch Johannes Paul II. Er würde heute seinen 101. Geburtstag feiern. Karol Josef Wojtyla, so sein eigentlicher Name, war der bisher einzige polnische Papst der römischen katholischen Kirche, der von 1978 bis 2005 als erster Nicht-Italiener seit über 500 Jahren auf dem Stuhl Petri saß, das zweitlängste belegte Pontifikat in der Kirchengeschichte ausübte und sich mit seiner Autorität gegen den Kommunismus stellte. In diesem Sinne viel Erfolg und gutes Gelingen beim Aktivieren von dem 12. Engel der Kabbalah, genannt Hahaya. Bis zum nächsten Mal.